willkommen zu einem neuen Video. Für alle die, die auf das Clicker-Training-Video warten, die müssen sich leider bis Sonntag gedulden. Ich bin letztes Mal einfach nicht dazu gekommen, was zu filmen. Die letzte Woche war sehr stressig für mich, so habe ich auch nicht viel mit meinen Mäusen geklickert. Und wie ihr wisst und was ich auch gesagt habe, muss man das regelmäßig machen. Und deswegen habe ich gestern ja wieder angefangen und habe halt gemerkt, okay, sie müssen erst noch warm werden. Deswegen gibt es das nächste Clicker-Video halt wieder Sonntag. Und ja, also heute gibt es keins, sondern erst wieder am Sonntag. Für die anderen, ja, herzlich willkommen zu einem neuen Beschäftigungsvideo, wo wir heute eine Überraschungsbox für unsere Nager basteln, für den Auslauf. Ja, was sie dazu braucht, ist so eine Box hier, so ein Karton. Ich hatte mal was bestellt, habe jetzt auch schon die Aufkleber und alles sowas abgemacht. Ihr braucht eine Schere, Nistmaterialien und Leckerlis, die ihr da verteilen könnt. Ihr könnt auch Heu benutzen und Streu und ja. Als erstes können wir das hier... Oh nee, es geht nicht auseinander. Als erstes versuchen wir einfach, wirklich viele Eingänge hier rauszuschneiden. Ich mache das hier mal zu. Und dass sie wirklich da so ein bisschen reinkommt. Aber das Loch sollte nicht groß genug sein. Also nicht so groß sein, weil es soll ja nur neugierig machen. Sie sollen sich ja trotzdem selber da reinkämpfen. Ich mache das mal so. Ich muss sagen, Nagetiere lieben neue Sachen. Das ist also das eine Loch, was ich jetzt nur mache. Ich mache das für meine persischen Rennmäuse. Die werden da sowieso diesen ganzen Karton zerstören. Deswegen, ihr könnt aber natürlich mehr Löcher reinmachen. Ihr könnt auch nur ganz kleine Löcher reinmachen, dass die, dass eure Fellnasen wirklich neugierig gemacht werden. Oh Gott, was ist denn da drinne? Und ja, ich mache nur dieses eine Loch oder ich kann dann auch so ein paar... damit sie dann wirklich neugierig gemacht werden. Oh Gott, was ist denn da drin? Ja, dann habt ihr hier euren Karton und dann dürft ihr den befüllen. Ich nehme Toilettenpapier erstmal, was ich hier, was ich zerkleinern werde. Toilettenpapier eignet sich auch super als Nestmaterial. Ihr müsst aber darauf achten, dass es unbedruckt ist, dass es chlorfrei und geruchsfrei und alles sowas ist. Also guckt wirklich auf die Verpackung, dass hier ist auch Chlor und Geruch und keine Ahnung was alles frei. Also es ist Klopapier, was man halt ja, für Hamster und für eure anderen süßen Tierchen benutzen könnt. Und das verteile ich da jetzt einfach so ganz klein rein. Ich hatte das nämlich auch schon in einem Auslauf mal reingemacht und meine Rennmäuse sind da so drauf abgefahren. Die lieben ja alles, was neu ist, was fremd riecht, was knistert. Und die sind da so verrückt danach. Die haben mir wirklich die ganze Box denn in 5 Minuten auseinandergenommen. Da war nichts mehr übrig. Also. Jo. Ah, das dauert jetzt ein bisschen. Ihr könnt natürlich auch was anderes nehmen. Von der Kapok-Schote, die es auch bei Fressnapf zum Beispiel zu kaufen gibt. Die Wolle, das ist tolles Material, wo man auch Sachen verstecken kann. Die Wolle, sie zieht keine Fäden. Ist gut verdaulich, also nicht so wie Hamsterwatte. Die könnt ihr ruhig, also die Kapok-Wolle könnt ihr ruhig nehmen, die Hamsterwatte nicht. Es gibt auch Hanfmatten, die man auseinanderrupfen kann, die man reinlegen kann. Also, da ist eure Fantasie frei im Lauf gelassen. Es gibt wirklich sehr viele Alternativen. Man muss halt wirklich keine Hamsterwatte nehmen. Ihr könnt auch unbedrucktes, chlorfreies Papier nehmen. Das gibt es natürlich auch. Erstmal alles drin. So. Und hier drinne
Ups, das muss auch noch ein bisschen klein gemacht werden. Weil die sollen ja wirklich suchen. So, und hier drinnen werde ich jetzt ganz tolle Leckerlis verstecken. Einmal ein paar Pinienkerne. Versucht, dass es nicht ganz so viel wird. Also je nachdem, welchem Tier ihr das macht, sollte das natürlich nicht zu viel sein. Dann verstreue ich noch Sonnenblumenkerne. Ihr könnt auch das ganz normale Hauptfutter verstreuen oder halt ja reinstreuen, wenn ihr wollt, dass eure Tiere sich das wirklich mal ein bisschen erarbeiten. Oh, ein paar Sonnenblumenkerne. Dann habe ich hier noch Hirse, also die Silberhirse. Und dann mache ich es meinen Mäusen mal besonders schwer. Die lieben ihre Silberhirse. Und das können die da alles rauspicken. So, und dann wird das natürlich dann noch richtig gut versteckt und gemischt. So. So, das ist meine Überraschungsbox für meine persischen Rennmäuse. Ich denke, ich werde nachher, also sie sind ja jetzt noch am Schlafen, und nachher, wenn ich es ihnen reinstelle, werde ich auch noch Hauptfutter verstreuen. Ihr könnt auch Kräuter verstreuen. Ihr könnt in den Garten gehen, Löwenzahn pflücken, Gänseblümchen pflücken und die hier verstecken. Da ist wirklich eure Fantasie freien Lauf gelassen. Versucht aber bitte Leckerlis zu nehmen, wo kein Zucker drin ist. Leider sehe ich hier viel auf YouTube immer noch Leute, die Leckerlis von Vitakraft kaufen oder ja, sich halt nicht die Zusammensetzung hinten durchlesen. Und ja, viele Nagetiere vertragen einfach keinen Zucker, keine Melisse. Und deswegen achtet bitte darauf, dass es Leckerlis sind, die gesund sind für eure Süßen. Am besten nehmt ihr wirklich was Natürliches wie Pinienkerne, Sonnenblumenkerne, ja, die Gräser und Kräuter draußen. Seid wirklich da mal ein bisschen fantasievoll. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, eure Nasen haben nachher mit eurer Überraschungsbox im Auslauf ganz viel Spaß. Und ich wünsche euch denn nachher, wenn ihr das nachbastelt, viel Spaß beim Aufräumen, wenn eure Süßen das kaputt gemacht haben. Ja, haltet wirklich Besen und Kescher bereit. Und wir sehen uns morgen zu einem neuen Video und zu einem neuen Videoformat. Ich bin mal gespannt, wie euch das gefällt. Tschüss!